Wenn man 149 Gäste hatte, dann wünscht man sich zur 150. Sendung einen ganz besonderen Gast. Und der Wunsch ging in Erfüllung. Er ist eine absolute Legende. Wir hätten Themen für 12 Stunden, haben aber nur 3. Und ich freue mich unglaublich auf Trainerlegende Winnie Schäfer. Jetzt. Die neue Welle. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Wir feiern so ein ganz kleines Jubiläum. 150 Sendungen, unglaublich. Und da braucht man natürlich den entsprechenden Gast. Freue mich, dass Trainerlegende Winnie Schäfer bei mir ist. Winnie, wir kennen uns lange, wir duzen uns. Schön, dass du da bist. Hallo Winnie. Ja, danke für die Einladung und mal sehen, was wir daraus machen können. Erste Frage, wenn man dich sieht, du siehst fantastisch aus. Geht's dir gut? Ja, doch. Ich habe ja einiges schon erlebt. Einmal bin ich Opa geworden. Glückwunsch. Wunderschön, also traumhaft dieser Bursche. Und ja, alles andere ist okay. Und, läuft mir gut. Das letzte Mal haben wir in der letzten Sendung, da haben wir dich zugeschaltet, da warst du noch im fernen Osten. Jetzt bist du aber in der Heimat, in Ettlingen. Im Moment kein Trainerjob bei einem Verein, den ich noch kennenlernen muss? Nein, im Moment nicht. Ich war ja in Katar, in Alcor. Mhm. Und eine ganz kurze Geschichte, angerufen worden, kannst du uns helfen, bevor wir absteigen, wir wollen drinbleiben. Also ich runtergeflogen, habe sie gerettet in der Relegation und der Präsident, neuen Vertrag gemacht. Nur der Präsident, der mich geholt hat, ist zurückgetreten, weil also die ganzen Gehälter werden immer vom Minister bezahlt. Er wollte mehr Geld haben. Aber das ist, und sein größter Feind in der Versammlung hat dann den Arm gehoben, hat gesagt, dann bin ich der neue Präsident. Und dann hatte ich natürlich den größten Feind des Präsidenten, meines Präsidenten als Präsident. Und nee, das war nichts. Das wollte ich nicht mehr machen. Aber nach all den vielen Stationen international, wir haben in den nächsten 3 Stunden tolle Geschichten zu erzählen, auch über den KSC, ist auch mal so ein bisschen Heimat und Ruhe und Opa sein, tut dir offensichtlich sehr gut. Ja, aber nicht so lange. Ich muss am Trainingsplatz, ich muss trainieren, ich muss arbeiten. Das ist mein Leben. Ich Länderspiele gesehen habe, dann überlegst du als Trainer, was hättest du anders machen können. Oder warum, wenn ich jetzt gelesen habe, wie toll die gespielt haben, was ich also gar nicht so gesehen habe, die deutsche Nationalmannschaft, die wird irgendwann mal wieder besser spielen. Aber Fußball ist... Ja, Elektrik, ja, das ist wunderbar. Im Badischen heißt es, das pfupfert mich noch. Winnie pfupfert es noch und wir sprechen gleich über ihn, über seine Karriere. Eine tolle Jubiläumssendung der Martin-Wacker-Show, dranbleiben. 150 Ausgaben Martin-Wacker-Show, Winnie Schäfer ist der Jubiläumsgast. Schön, dass es geklappt hat. Winnie, jetzt geht es um dich persönlich. In ganz knappen Antworten dein Sternzeichen. Steinbock. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Deine Lieblingsfarbe? Ja, das ist schwer. Beige, so Toskana-Beige, ich weiß nicht, wie das heißt. Toskana-Beige, noch nie gehört, tolle Antwort. Habt ihr ein Haustier? Wir haben jetzt einen Hund, aber der gehört meiner Tochter. Welches Poster hing bei dir im Jugendzimmer? War es ein Fußballer? Ich hatte kein Poster. Mhm. Und ein erstes Vorbild hast du aber gehabt wahrscheinlich? Ja, das war natürlich im Fußball... Ich habe früher Pili. Du warst ja auch der große Spielgestalter, reden wir noch drüber. Deine erste selbst gekaufte Schallplatte, was hast du gern gehört? Cliff Richard, Rote Lippen. Ha, wunderbar. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? War nicht so gut. Ich bin noch dran. Grisham. Okay. Dein Lieblingsurlaubsziel, Winnie? Wo bist du gerne unterwegs? Und ich bin ja natürlich oft in Dubai, aber Yorkshire Dales in England. Okay. Oh. Würde ich da war aufgrund dieser Serie. Der Doktor und das liebe Vieh, da wird er da gespielt. Wunderschön, wunderschön. Siehst du, wie Fernsehen wirkt, ne? Da will man dann hinfahren. Ja, ganz und, toll. Ich weiß, du bist auch Genießer, aber isst du lieber Hausmannskost oder gehst du lieber in den Gourmet-Tempel? Ja, wenn ich jetzt sagen, ich könnte sagen, erstmal das, was meine Frau kocht. Gestern Abend wieder wunderbar. Und ich esse, das kommt drauf an, manchmal
gehe ich gerne in ein Sternelokal. Mhm. Und ab und zu oder freue ich mich auch drauf, wenn es eine Hausmannskost gibt. Also was richtig steht. Ja, aber muss schon auch eine Klasse haben. Ne? Also ist nicht so, dass... Hausmannskost mit Klasse, ne? Das ist jetzt speziell ja. für die Schäfer. Gleich mehr vom Kulttrainer hier am Sonntag. Wir leben hier in Baden, Entschuldigung bitte. Es ist Sonntag, tolle Gäste, garantiert heute Winnie Schäfer, Kulttrainer. Aber auch vor allem als Spieler unglaublich erfolgreich. Bevor wir jetzt über die Trainerstation reden und auch über den KSC, das wissen die wenigsten dann in der Rückblende. 403 Bundesligaspiele, 46 Tore und in einem Jahr hast du das Double geschafft, obwohl du gar nicht beim gleichen Verein das Double geschafft hast. Was für eine Geschichte. Ja, die Geschichte ist, mit Mönchengladbach sind wir Meister geworden 1970 und das war vor der WM Mexiko. Mhm. Und es war, die letzten Spiele sind dann ausgefallen und wiederholt worden und Regen, das war eine Katastrophe. Und deshalb mussten die zwei letzten Spiele plus Endspiel des Pokals in die neue Saison verlegt werden. Mhm. Ich bin damals von Gladbach nach Offenbach gewechselt und habe dann, ich glaube, direkt gegen Frankfurt gespielt, also das große Derby. Mhm. Wir haben mit Offenbach gewonnen. Mhm. Zweites Spiel weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer das war, kann Nürnberg oder Dortmund gewesen sein. Und dann haben wir das Endspiel gegen Köln gehabt. Und ich wollte eigentlich nicht von Gladbach nach Offenbach gehen, ich wollte nach Köln gehen. Und ich war damals mit meiner jetzigen Frau also im Urlaub und dann ist es rausgekommen, dass der FC Köln Interesse an Mittelfeldspieler Schäfer hat. Und die Mittelfeldspieler Oberath, Simet, Hemmersbach, die haben dann in Mexiko gesagt, wir brauchen keinen Mittelfeldspieler mehr. Okay, dann, der große Oberath. Da bin ich nach dem Urlaub dann nach Köln, habe den Vertrag genommen, zerrissen und bin nach Offenbach. So, und dann haben wir das Endspiel in Köln gehabt. In Hannover. Also ich spielte genau gegen die Spieler, gegen Oberath. Der Schäfer nicht. Und wir haben das Spiel gewonnen. Wir haben noch Glück gehabt, im Elfmeter, Biskup hat Elfmeter verschossen. So bin ich Pokalsieger geworden. Im neuen Jahr fürs alte Jahr. Also das Double gemacht, das war wunderschön. Und wir haben uns öfters getroffen, auch hier in Karlsruhe, Wolfgang Oberath und ich. Immer gegen ihn gespielt. Und ich, aber... Nach dem Spiel war alles vergessen, aber während des Spiels haben wir uns ganz schön gekloppt. Und ich habe ihn jetzt noch mal vor ein paar Wochen gesehen beim Berti Vogts Geburtstag in der Traube Thonbach und wir haben da wieder gelacht und war wunderschön. Also ein Double mit zwei unterschiedlichen Vereinen in einem Kalenderjahr. Ja. Auch eine der tollen Geschichten mit Winnie Schäfer. Gleich mehr davon bei mir. Es ist Sonntag, spannende Gäste, tolle Gespräche. Heute mit Winnie Schäfer. Wir haben es gerade gehört, aktive Fußballzeit wird oft vergessen, wird nur über die Trainerzeit gesprochen. Und da haben sich auch Typen geprägt. Bei Mönchengladbach Hennes Weisweiler, der absolute, ja nicht nur ein Kulttrainer, vor allem einer, der den Fußball auch ein Stück weit neu erfunden hat mit den Fohlen. Wie stark hat er dich später für deinen Job als Trainer auch geprägt? Nicht nur mich, sondern bei Hennes Weisweiler waren ja viele Spieler, die nachher Trainer wurden, auch Berti Vogts, Jupp Heynckes, überragender Trainer geworden. Und Hennes Weisweiler war ein Trainer, der gestaltet hat, der nicht verwaltet hat, sondern er hat neue Spieler präsentiert, hat neue Spieler besser gemacht. Ob das, man kann Simonsen, Stielecke, Berti Vogts, Günter Netzer. Günter Netzer, ich kam dann als 18-Jähriger hin und ich werde nie vergessen, der hat mich mal, so nach 4 Wochen waren wir in München am Training gehabt, dann hat er mich geholt und gesagt, Winfried, kommen Sie mal, also so ein kölscher Jung. Und dann haben wir Spannstoß trainiert. Er hier und ich auf der anderen Seite. Und er konnte das sehr gut, bei mir war es noch ein bisschen problematisch. Und dann hat er dann den Herbert Laumann geholt, auch ein Nationalspieler später. Herbert, zeig ihm das mal, ja. Mhm. Und dann haben wir das trainiert und das war wunderschön. Und das habe ich nie vergessen. Und der hätte mich nachts um 1 Uhr wecken können. Mhm. Ich hätte mit ihm trainiert. Mhm. Ja, das war Hennes Weisweiler. Der hat immer versucht, die Spieler besser zu machen, ihnen zu helfen, ihnen erklärt, wie man es besser macht. Mhm. Und das ist auch hängen geblieben. Und so habe ich auch später versucht, das
selbst umzusetzen. Genau, junge Talente gefördert, Stichwort Kahn, Scholl, Sternkopf, viele KSC-Geschichten. Sprechen wir in der nächsten Stunde drüber und vor allem wollen wir eine spannende Geschichte noch erzählen. Deine erste Begegnung mit Karlsruhe, die war nämlich als aktiver Spieler auf dem Turmberg. Wie es dazu kam, gleich mehr. Jubiläumsausgabe der Martin-Wacker-Show. 150 Sendungen und das ist die 150. Sendung mit Winnie Schäfer. Besser hätte es nicht laufen können. Winnie. Ja, traumhaft. Wir haben schon über deine aktive Spielerzeit berichtet, weil da so viele schöne Geschichten zu erzählen sind. Und später hast du ja den KSC legendär geprägt. Aber die erste Begegnung mit Karlsruhe war tatsächlich noch als Gladbach-Spieler. Ja, aber vorher schon. Vorher schon. Vorher schon. Ich hatte in der Jugendauswahl gespielt, in der A-Jugendauswahl hieß das früher. Und wir waren hier im Trainingslager. Udo Lattek war Trainer übrigens. Und du hast bei TuS Mayen gespielt? Ich habe bei TuS Mayen angefangen. Mhm. Da gab es die Rheinland-Auswahl. Mhm. Rheinland, Saarland und Pfalz. Das war die Südwest-Auswahl. Und wir wurden deutscher Meister. Mhm. Und der Udo Lattek durfte an uns natürlich nicht vorbeigehen. Dieter Nüssing, Armand Theis und solche Leute. Und wir haben dann hier Trainingscamp gehabt in Schöneck, das erste Mal. Sportschule Schöneck am Tor. Und dann sind wir runter ins Stadion, haben ein Spiel gehabt gegen KSC, aber ich weiß gar nicht, wie das so war. Aber Im alten Wildparkstadion. Im alten Wildpark, das war ja riesig für uns, aus Mayen, das war ein riesiges Stadion, das ist so hängen geblieben. Auch die Stadt Karlsruhe, die kann man von oben auch ganz schön sich angucken. Ja, und irgendwann komme ich dann zurück, das war der Weg. Wahrscheinlich vorbestimmt, aber war traumhaft. War vorgezeichnet. Bist du damals schon mit der badischen Mentalität in Berührung gekommen? Weil du hast ja das Rheinländische ja immer erhalten. Auch du bist in Ettlingen lange zu Hause. Aber so das Badische und das etwas Gesetztere ist zu dir noch nicht übergeschwappt. Nein, also ist nicht übergeschwappt. Obwohl ich vieles gerne so auch mitgenommen habe, was im Badischen ist, also nicht nur die kulinarischen Feinheiten oder ihr habt doch einen ganz guten Weißwein hier, aber das nur eine Hudle, das mag ich überhaupt nicht, weil das habe ich als Spieler hier mal kennengelernt, als ich hier Spieler war. Ja gut, zweite Liga ist auch nicht schlecht, ne? Oder im Schatten wird man auch braun. Und das habe ich immer behalten in meinem Kopf. Das war ganz, ganz wichtig, dass sowas nie vorkommen darf. Mhm. Wenn ich schon Trainer bin oder Spieler bin, da will ich immer das Maximum erreichen. Mhm. Und so habe ich auch dann angefangen, als ich Trainer war hier. Sehr gut. Und das hat den KSC in ungeahnte Höhen gebracht. Dazu später mehr. Gleich geht's entweder oder mit Winnie Schäfer. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag. Mit der schönen Tradition, auch für Winnie Schäfer, entweder oder. Fragen der Redaktion. Du musst dich für eine Antwort entscheiden und darfst selbst noch deine eigene Glücksfee sein. Winnie, okay, dann ran ans Glas. Geh ich mal. So, das ist Ihr Preis. Das ist der Preis, jawohl. Und das heißt? Den ganzen Tag nur noch reden können oder nur noch zuhören können. Du musst dich entscheiden. Ich rede manchmal zu viel, also ich höre lieber zu. Also, zuhören können, würde sich wahrscheinlich auch die Familie auch freuen, sagen, Mensch, der Winnie hört nur noch zu. Ja, manchmal wäre es gar nicht so schlecht. Also zweite Frage. Mehr? Ja, na, da gibt's zwei, doch nicht. Immer zwei kommen aus dem Glas. Ach so. So, deine, lieber nur noch frieren müssen oder nur noch schwitzen müssen? Ah, dann schwitzen ist besser. Ab und zu muss ich ein bisschen schwitzen. Du hast dich ja immer für Trainerstationen auch im Ausland entschieden, wo es ein bisschen wärmer war. Thailand, Jamaika, dann warst du in den Emiraten viel. Bist du so ein Typ eher für die Ja, das war meine erste Station war ja Kamerun. Mhm. Ja, und ist ja auch warm da unten. Aber da ging es für mich um die WM, die ich dann mitmachen durfte, oder den Afrika Cup, den ich mit denen gewonnen habe, dann den Confederation Cup. Aber ja, und dann kam das Angebot von Dubai. So. Und wir waren eben mit dem KSC in Dubai und haben das Dubai erlebt, wo eigentlich gar nichts da stand. Und das neue Dubai ist ja sensationell. Und deshalb, ja, war schön. Hast du lieber geschwitzt und eher die wärmeren Ziele angesteuert? Sprechen wir auch noch drüber, denn bei einem Ziel hat Winnie Schäfer einen aktuellen KSC-Spieler als Nationalspieler gehabt? Das ist eigentlich eine Frage, die Sie jetzt zu Hause mal sich überlegen könnten, wer das gewesen sein könnte. Ist nicht so ganz einfach. Gleich mehr mit Winnie Schäfer in der Martin-Wacker-Show. Kleines Jubiläum, 150. Ausgabe.
Martin Wacker schon mit Winni Schäfer heute. Eine große Ehre, dass es geklappt hat, Winni. Und wir kommen ja auf die tollsten Geschichten. Waren jetzt immer noch bei deiner aktiven Spielerzeit. Da ist der UEFA Cup dann auch mal in die Höhe gereckt worden. War das dein größter Erfolg als Spieler? Ja, UEFA-Pokalsieger gegen Roter Stern Belgrad war natürlich fantastisch, aber ich glaube, die erste Meisterschaft in Gladbach 1970, ich war 19, als ich da angefangen habe zu spielen, und habe dann viele Spiele für Günter Netzer gemacht, der ja auch verletzt war. Und wenn man so in die Statistik reinschaut, war ganz gut. Und da kann man stolz drauf sein, dass man erstmal mit, dass der Hennes Weiß war, dieser große Trainer, gesagt hat, du spielst. Ja, ich habe ihn angeguckt und war okay. Ich glaube, das war das größte, was der größte Erfolg. Auch für Gladbach, diese kleine, also kleine Stadt, kleine Stadion, und war traumhaft. Die legendäre Fohlenelf. Und du hast Günter Netzer ersetzt, wenn er verletzt war. Wir haben Hennes Weisweiler als den prägenden Trainer schon angesprochen. Ist Günter Netzer auch der prägendste Mitspieler aus dieser damaligen Zeit? Ja, wir haben auch viele Spiele zusammen gemacht. Also der Günter war ja der, wenn man ganz kurz nochmal erwähnt, der die Bälle gespielt hat, und wir haben gearbeitet. Ja. Aber wir wussten, wenn der Günter Netzer top spielt, gewinnen wir. Ja, und das war genau wie in Barcelona mit Messi. Die wussten genau, wenn Messi top ist, gewinnen wir die Spiele, also sind sie für ihn gerannt. Und das hat, ob das Haki Wimmer war, Peter Dietrich, die Mittelfeldspieler. Und Günter Netzer, ja, war ein außergewöhnlicher Fußballer. Am Anfang war er so ein bisschen immer, oh, im Training, Trainingslager in Schöneck, oh, er war nicht so der Trainingsweltmeister. Aber in der 70er Zeit, ich habe selten einen Mittelfeldspieler gesehen, der so gut gespielt hat wie Günter Netzer. Der war ein Genie. Ja? Er war auch einer, der geholfen hat. Ja? Es gibt eine Geschichte, ich meine, mein erstes Spiel gegen Borussia Dortmund, Horst Trimold war mein Gegenspieler, ein ganz netter Kerl zum Glück. Und Freistöße durfte nur Günter Netzer spielen. Der Ball liegt da, ich spiele den Ball zum Hartwig Pleidig und der Günter Netzer steht da. Chef. Und der Pleidig macht das 1-0, hast aber Glück gehabt. Also, muss man erzählen, obwohl das... Ist gerade noch mal gut gegangen. Ist noch mal gut gegangen, aber richtig. Und irgendwann ging es dann von Gladbach, Kickers Offenbach, auch als Spieler zum KSC. Und wie die erste Saison mit dem KSC, weil was Winni dann erlebt hat bei seinem späteren Arbeitgeber als Trainer, das hören wir gleich. In der Martin-Wacker-Show heute Winni Schäfer. Ewig viele Geschichten. Wir müssen eine Doppelausgabe machen mit dir, Winni. Aber jetzt sind wir an einer Stelle angekommen. Du hast über Gladbach berichtet, über Kickers Offenbach auch den Titel, den du mit Gladbach und mit Offenbach geholt hast. Und dann ging es irgendwann noch als Spieler zum KSC. Erster Eindruck, als du angekommen bist. Eine ganz andere Fußballwelt wahrscheinlich im Vergleich zu Gladbach. Ja, das ist richtig, aber trotzdem, erstmal war es ja so, dass der Kalli Rühl, der war hier Trainer, den habe ich noch gespielt beim FC Köln. Er war mein Gegenspieler mal. Und der hatte mich dann in Offenbach besucht. Und oh gut, Karlsruhe war ja klar, ich kannte ja Karlsruhe und war Aufsteiger. Und dann bin ich runtergefahren. Und da fällt mir ein, meine Frau war hochschwanger. Ja, klar. Und wir sind hier runtergefahren. Sascha ist ja hier geboren, mein Sohn hier in der Kinderklinik. Und es war angenehm. Ja? Es war eine angenehme Atmosphäre. Kalli Rühl war ein sehr, sehr guter Trainer. Roland Spieler, der damals schon Präsident war. Und es hat ganz gut angefangen, aber der KSC hatte nicht die Möglichkeit, oder der Kalli hatte nicht die Möglichkeiten, Spieler so zu kaufen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre, um drin zu bleiben. Er hat dann, er musste auf Spieler zurückgreifen, die vielleicht nicht das Format hatten, aber trotzdem, es war eine schöne Zeit. Wir haben direkt auch in Ettlingen gewohnt. Und
Ja, ich hätte dem Kalli gegönnt, dass er das länger geschafft hätte, ja, weil er wirklich ein war ein wunderbarer, auch später. Du hast es dann geschafft, ein paar Jahre später, und wie der Talentscout bei Mönchengladbach dann zum KSC-Trainer wurde, darüber sprechen wir in der kommenden Stunde, die große Zeit des KSC mit dem Wunder von Valencia und Winnie Wahnsinn stand damals auf der Videowand. Es ist Sonntag. Ich bin ziemlich gespannt, wie sich unser Promi heute schlägt bei der Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Winnie, es geht um diese rote Tasse. Du hieß ja früher auch der rote Winnie, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Eine rote Willi Schan, hat der Hennes gesagt. Eine rote Willi Schan. Super. 30 Sekunden hast du Zeit, immer der gleiche Anfangsbuchstabe. Wenn du was nicht gleich weißt, sag weiter. Und bei 5 Begriffen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben ist diese Tasse deine. Okay. Regeln sind klar, es geht los. Ich habe für dich den schönen Buchstaben M ausgesucht. Oh mein Gott. Eine Stadt. Mönchengladbach. Ein Land. Manila. Ein Beruf. Maler. Etwas in der Kneipe. Milch. Milch! Winnie trinkt Milch in der Kneipe, da reden wir gleich noch drüber. Hat 4 Beine mit M. Maikäfer. Nee, hat mehr. Ja. Ne? Aber das kleine Tier, das die Katze fängt, das hat nur 4 Beine. Die Maus. Ach, genau. Maus! Eine Sportart mit M. Würde ich sagen, Marathonläufer. Marathonlaufen, genau. Jemand Berühmtes. Hat schon geklingelt, aber es waren genau 5. 6 richtige sogar. 6? Bitte, das ist deine Tasse. Wir können ja weitermachen. Ja, weitermachen. Was hätte ich noch gefragt? Ja. Ein Gemüse mit M. Oje. Ja, ich sehe schon. Jetzt hättest du weiter gesagt. Das lösen wir gleich auf. Bitte gerade weiter. Gleich die Auflösung. Maultasche. Ah, da ist keine. In der Martin-Wacker-Show lösen wir mal auf ein Gemüse mit M. Maultasche kam als kreativer Vorschlag, aber wir haben uns für Mangold oder Möhre entschieden. Oh, was für eine Aufregung. Also Mangold ist sehr gut. Und Möhre ist auch nicht schlecht, aber Mangold ist natürlich top. Also du hast die Tasse auf jeden Fall gewonnen. Ja, die stelle ich mal hier hin. Man weiß ja nie, was passieren also kann bei euch. Also wieder ein neuer Pokal im Pokalschrank. Aber ja. Apropos Pokal im Pokalschrank. Ich will, bevor wir dann in der letzten halben Stunde mal so richtig den KSC nochmal durch die Mangel nehmen, nochmal auf deine internationalen Stationen eingehen. Kamerun hast du angesprochen. Eine erfolgreiche Zeit, unter anderem Brasilien geschlagen mit der Mannschaft. Ein tolles Team zusammen gehabt. War das die beste internationale Zeit bisher? Ja, die beste, aber war nicht die schönste, weil das Problem war World Cup in Japan, Korea. Mhm. Ja, wir hatten Trainingscamp in Holland, haben dann in Dänemark ein Testspiel gemacht, sind nach Paris geflogen und haben in Paris Charles de Gaulle übernachtet und sollten einen Tag später fliegen. Und ich habe den Jungs gesagt, ey super, jetzt geht's los. Und dann hat der Rigobert Song, Captain, gesagt, Coach, wir fliegen nicht. Habe ich gedacht, er wollte mich veräppeln. Ja, wie, verfliegt nicht? Ja, kein Geld. Also der Minister of Sport, Monsieur Bidon Pas, hat denen das Geld nicht gegeben, das war den Zustand. Ich habe den jeden Tag gesagt, fliegt, komm, lasst es eure WM, ihr habt dafür gearbeitet und. Nein, wir wollen für die nächste Generation was machen. Aber das war nicht möglich. Ich habe denen gesagt, ihr könnt nur was machen, wenn wir Erfolg haben. Und wir haben eine tolle Mannschaft gehabt. Wir haben den Afrika Cup ohne Gegentor gewonnen in Mali. Wir haben alles da weggehauen, im Elfmeterschießen das Endspiel dann gewonnen. Wir haben wirklich eine tolle Truppe gehabt mit Samuel Eto'o, der ganz jung war nach damals. Die sind nicht geflogen. Dann kam der Minister mit dem Koffer irgendwann, nach 3 Tagen. Und hat erst mal eine Rede gehalten, wollte alle zu Sau machen, den Captain, Song, mich natürlich auch, weil ich nicht die Jungs animieren konnte zu fliegen, und den Teammanager, den André. Und ich habe dann, als ich meine Rede gehalten habe, gesagt, Rigobert Song, toller Kapitän, super. Der konnte mir nichts antun, der Minister of Sport da. Ja, und dann sind wir losgeflogen. Aber erstmal nach Addis Abeba aufgetankt, dann von Addis Abeba nach Thailand, Bangkok. Ich habe das ja später noch den Flughafen noch ein paar Mal gesehen und haben 8 Stunden da gestanden und die haben getankt, aber kein Bargeld gehabt. 8 Stunden gestanden
Und irgendwann kam dann der Präsident des Fußballverbandes von Thailand, hat das bezahlt. Mhm. Aber die Strecke von Bangkok nach Tokio war zu. Wir sind dann nach Bombay geflogen, haben wieder 8 Stunden gestanden, wieder kein Geld gehabt und mussten wieder irgendjemanden finden, der das bezahlt. Also unser Flug von Paris nach Tokio war 45 Stunden. 45 Stunden und 3 Tage zu spät. Das heißt, wir hatten gar keine Vorbereitung. Mhm. Nächsten Tag mussten wir schon wieder spielen, ein Testspiel gegen England. Mhm. Ich habe dann 2 Mannschaften gemacht. Erste Halbzeit haben wir 2-0 geführt. Dann kam die sogenannte Reserve. Haben wir dann 2-2 gespielt. Beckham hat da gespielt und Eriksen war Trainer. Aber die Jungs waren müde. Das ist 8 Stunden Zeitunterschied. Und das ist, was ich nie vergessen habe, dass dieser Mensch, der hat diese Mannschaft kaputt gemacht. Ja. Aber internationale Zeit, eine schöne Zeit, aber eine schwierige Zeit auch mit Kamerun. Wir möchten gleich über ganz kurz nochmal den KSC eine Brücke bauen. Denn ein Spieler, der aktuell im Kader des KSCs war, mal Nationalspieler unter Winni Schäfer. Sie können noch ein bisschen rätseln. Wir lösen hier gleich auf. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Winni Schäfer, mein Jubiläumsgast. Wir lösen kurz auf. Du warst auch ein Jamaika-Nationaltrainer und tatsächlich hat unter dem mal Daniel Gordon zumindest ein Spiel gemacht. Ne? Unser jetziger Abwehrspieler beim KSC, mit 37 noch im Kader ist. Daniel war ein guter Spieler, nur wir hatten in unserer Mannschaft Spieler, die in England gespielt haben, zum Beispiel Wes Morgan, der wurde mit Leicester City Meister, mit dieser Überraschungsmannschaft. Und er war wohl im Kader, hat aber, sagen wir mal, nicht das Glück gehabt, eben zu spielen. Er hat einmal gespielt, glaube ich, gegen Venezuela in Montego Bay. Mhm. Aber na gut, wie das nun manchmal so ist. Aber ich habe ihn ein paar Mal hier gesehen, er spielt hier gut. Er ist ein unheimlich guter Kopfballspieler, der viele Tore nach Standardsituationen gemacht hat. Und er war auch immer ein in diesem Team, was wir da hatten, die Jungs mochten ihn auch immer. Und ein Spieler, wie du ihn auch magst, denn es ist ein Typ, der nach vorne geht, der die Mannschaft mitreißen kann. Und das gilt für alle deine KSC-Talente, denn als KSC-Trainer hast du ja Bayern München die Spieler auf dem Silbertablett geliefert. Oliver Kahn, Michael Sternkopf, Mehmet Scholl. Das war deine große Kunst, aus der Not geboren, denn es war ja kein Geld da, um große Stars zu kommen. Samstag 3:30 war das Spiel. Am Sonntagmorgen um 11 Uhr war schon Platz 2. Hab mir die Jugend angeguckt. Ob das die B-Jugend war, die A-Jugend war, das war unser Kapital, das war unsere Bank. Ja? Und da habe ich die Spieler beobachtet, habe mit den Trainern gesprochen. Es war Rudi Wimmer, es war Rainer Ulrich, es war Pippo Waske, glaube ich, hieß der einer. Das waren wirklich sehr, sehr gute Trainer, die Jungs auch gefördert haben. Wir haben darüber gesprochen, was sie machen sollen. Und ob das nun Mehmet Scholl, der war beim Rudi Wimmer Spieler, der Oliver Kahn war beim Rainer Ulrich, glaube ich, im Tor in der A-Jugend auch dann später. Und Jens Nowotny natürlich, der mit Pibo Warski gespielt hat, der war Libero. Da habe ich ihm gesagt, Pibo, der kann nicht Libero spielen, der muss im Mittelfeld spielen, der muss Bälle haben. Ja? Und ein halbes Jahr später hat er bei uns mit 17 Jahren schon gespielt. Es hat mich unheimlich viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, du kommst dann Platz 2, da sitzt der Krücken-Charlie. Da sitzen die ganzen Rentner und wenn du gewonnen hast, ach, da warst du super, du, Winni, klasse. Wenn du verloren hast, dann war ich noch das Gegenteil. Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Diese Atmosphäre, das gibt es heute nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Aber die damalige Zeit hat man, glaube ich, was gelernt, dass die eigene Jugend Kapital ist. Und der jetzige Trainer, Christian Eichner, hat auch einige Jungs direkt aus der Jugend nach oben geholt. Ein bisschen das alte Winni Schäfer-Prinzip, wie beobachtest du das? Das ist gut, das ist genau das, was das macht den KSC ja groß. Es werden so viele Spieler gekauft, also nicht nur vom KSC, von anderen Vereinen, wo man überlegt, wird das was, wird das nichts. Aber wenn man die Jugend hochholt, wenn man den Jugendspielern das Gefühl gibt, du wirst gebraucht nächstes Jahr oder in 2 Jahren. Ich habe der B-Jugend mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer da spielte, in 3 Jahren will ich 3-4 Spieler oben sehen. Ich hatte 3-4 Spieler oben. Ja? Und das muss man den Jungs vermitteln, das muss man denen geben. Die müssen das Gefühl haben, der Trainer hat Interesse.
Und wenn sie das spüren, machen sie alles. Ja? Das Winnie-Schäfer-Prinzip, und damit gab es auch die allergrößte Zeit, und das, wir haben noch eine kleine Gesprächsrunde, wir müssen über Valencia reden, gleich mehr dazu. Wir sind fast schon durch mit der 150. Ausgabe der Martin-Wacker-Show und einem grandiosen Gast Winnie Schäfer. Wir könnten noch stundenlang plaudern, aber lass uns die Brücke noch machen zu einem Ereignis, das in Karlsruhe dazugehört, alljährlich im Gedenken wie Ostern, Weihnachten. Das ist das Valencia-Spiel. Was viele vergessen haben, bei diesem legendären Spiel war ich im Stadion an der frischen Luft und habe jubeln können, du aber nicht. Ich habe während des Spiels oben in der Kabine gesessen mit Markus Sierstedt von, ich glaube, RAN war das damals, weiß gar nicht mehr. RAN. Aber vorher war ich natürlich in der Kabine drin. Es gab ja eine Geheimtüre in meine Kabine, dann von meiner Kabine in die andere. Und ich hatte damals dem Zeugwart Hussing gesagt, du musst gucken, sobald jemand kommt von der UEFA, rufst du. Ich habe die Jungs nochmal eingestimmt auf das Ganze und dann war man gesagt, Trainer, da kommt einer. Ich die Decke über den Kopf in meiner Kabine, aber es war zum Glück keiner. Und bin dann wieder raus und dann den Haupteingang wieder rein und dann da oben. Aber ich muss sagen, oben war genauso nervös wie an der Bank. Das war schon ein Riesenereignis und unvergesslich. Ja, das war traumhaft. Sie müssen sich vorstellen, du musst dir vorstellen, was da los war. Der Beginn des Ganzen war ja im Hotel. Im Hotel in. Wo haben wir da gewohnt? Ich weiß nicht mehr den Namen. Hotel Ritter in Büchenau. So, ja. Da habe ich da einen Fernseher hingestellt. Damals hatten wir noch diesen Videorekorder mit der Kassette rein und sagt, Jungs, pass mal auf, wir gucken noch ein bisschen das Spiel vom Hinspiel. War ja ein tolles Spiel von denen. Und da habe ich den Fernseher vorne hingestellt. Ich habe mich oben hinten mit dem mit der Fernbedienung, gesessen und habe dann gesagt, damit er mich auch hört, mache ich mal den Ton aus. Das Spiel lief, dann habe ich die Farbe rausgemacht, guckte mir ein Spiel an, ohne Ton, ohne Farbe, Katastrophe. Und wer das natürlich als erster mitbekommen hat, was ich wollte, war Oliver Kahn. Der hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, und diese Blinden wollen wir ausscheiden. Dann der Wolfgang Rolf, der Dirk Schuster, dann sind wir rausgegangen. Der Bus hat schon gewackelt. Und nachdem wir dann, ich oben war, die Jungs sind raus von ihrer Kabine, die anderen Valencia kamen hier. Dann hat der Dirk Schuster und der Oliver Kahn gegen die Plastikwand geballert. Und dann haben den Valencia hatte schon ein bisschen, waren schon nervös. Und dann, so haben wir gewonnen. Das war eine Euphorie, sowas habe ich doch gar nicht erlebt. Ein wunderbares Zitat. Gegen diese Blinden wollen wir ausscheiden, wegen einem Schwarz-Weiß-Bild auf dem Fernsehapparat. Winnie, unsere Zeit ist abgelaufen. Aber wir könnten noch ewig. Fangen wir nochmal neu an. Du musst einfach nochmal kommen. Herzlichen Dank, dass es geklappt hat. Danke. Tolle Geschichten. Danke. Winnie Schäfer, heute zu Gast bei mir in der Jubiläumssendung. Nächste Woche, weg vom Sport hin zur Kultur, kommt eine Frau, die bekanntesten Bands fast der ganzen Welt nach Karlsruhe einen Musikclub holt. Vivian Avena ist da mein Gast und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Einen schönen Restsonntag noch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.